Gerade jetzt, gerade jetzt, wo wir auch manchmal streiten. Und ich merk, dass du was Eigenes brauchst. Fang ich an zu verstehen, dass du mir eine Welt gegeben hast und eine Chance, mich darin zu bewähren. Und ich weiß, irgendwann muss ich sie loslassen, die Hand, von der ich nicht sicher sagen kann, ob ich es war, der sie festgehalten hat oder der sie brauchte für ein kleines bisschen Halt. Und jetzt geh raus, fang an zu fliegen, fall auf die Schnauze, überschlag dich dabei, lern zu verlieren und lern zu siegen. Solange ich lebe, hast du einen Airbag dabei. Ich hab eine Ewigkeit gebraucht, Sachen zu begreifen und zu verstehen, was ich vorher nur gewusst hab. Und jetzt stehe ich wieder da mit leeren Händen und einem dafür umso volleren Herz. Und jetzt geh raus, fang an zu fliegen, fall auf die Schnauze, überschlag dich dabei. Lern zu verlieren und lern zu siegen. Solange ich lebe, hast du einen Airbag dabei. Geh raus, fang an zu fliegen, fall auf die Schnauze, überschlag dich dabei. Lern zu verlieren und lern zu siegen. Solange ich lebe, hast du einen Airbag dabei. Bin so nüchtern, fühl mich trotzdem breit. Ich bin Millionär, Momente, bin so reich an Bildern und Talenten. Ich bin Millionär, Momente, fühl mich frei von Schwerkraft, allen Grenzen. Ich bin Millionär, steh ganz ruhig, komm doch voran, ich spür
dich an, ohne hinzuschauen. Ich bin stark, du kannst auf mich bauen. Ich bin Millionär, Momente, bin so reich an Bildern und Talenten. Ich bin Millionär, Momente, fühl mich frei von Schwerkraft, allen Grenzen. Ich bin Millionär. Meine Luxusvilla ist ein Haus, in dem Erinnerung wohne. Ist der Wind, der mich bis morgen trägt. Mein Brillantring ist der Glanz, der in mir strahlt. Meine Aktie ist der Brief mit den Zeilen, die du mir schrieb. Hey, yeah. Ich bin Millionär, Momente, bin so reich an Bildern und Talenten. Ich bin Millionär, Momente, fühl mich frei von Schwerkraft, allen Grenzen. Ich bin Millionär. Hey, yeah. Worte sind wie Schwerverbrecher, eigentlich auch cool. Mit Sonnenbrille und 3-Tage-Bart schlagen sie eiskalt lächelnd zu. Doch sie haben auch fürchterliche Angst vorm Alleinsein. Wenn der Rauch sich verzieht, merkst du, die Kugel steckt im eigenen Knie. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Worte sind wie Leuchtraketen, leise, bunt und schön. Ein verzweifelter Versuch, gesehen zu werden, kurz vorm Untergehen. Doch die Worte sind selten da, wo sie auch sein sollen. Verlässt das stille Quartier.
ba, 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 ba. Blau und braun und weiß mal ich mein Bild. Mit den Wellen und dem Wind mach ich Musik. Ich baue mir Häuser nur aus Holz und Sand. Gedanken weiter und du bist bei mir und immer noch ist am Horizont eine Linie zwischen Blau und Blau, wo der Himmel und das Meer sich treffen. Los, gerade Straße liegt vor mir. Ich such meine Position, die Signale aus dem All. Keine Ahnung, ob sie jemand registriert. Gedanken weiter und du bist bei mir und immer noch ist am Horizont eine Linie zwischen Blau und Blau, wo der Himmel und das Meer sich treffen. Und immer noch ist am Horizont eine Linie zwischen Blau und Blau, wo der Himmel und das Meer sich treffen. Grenzen setzen und sie überwinden, Regeln verletzen und sicher zu finden, Mauern einreißen, Geborgenheit schenken, sich auch mal durchbeißen, was Neues ausdenken. Wer hat's dir beigebracht? Wem hast du's nachgemacht? Weißt du, ob du richtig stehst, wenn gleich das Licht angeht? Hörst was von Konsequenz und so, von Chancen und Potenzial, von Förderung, Ehrgeiz und Stimulation, aber irgendwie ist dir egal.
Wildrosen blühen selten im Garten und niemals in Reservaten. Zu hungrig zum Düngen, zum Züchten, zu wild, aber frei und schön und stolz. Versuchen zu lehren, was du nie gelernt hast. Auf Werte zu schwören, für die du nie geschwärmt hast. Grashalme nach Größe und Farbe sortieren. Bei Haufen durchsuchen, Unmögliches probieren. Wer hat's dir beigebracht? Wem hast du's nachgemacht? Weißt du, ob du richtig stehst, wenn gleich das Licht angeht? Reden von Konsequenz und so, von Chancen und Potenzial, von Förderung, Ehrgeiz und Stimulation, irgendwie ist dir egal. Wildrosen blühen selten im Garten und niemals in Reservaten. Zu hungrig zum Düngen, zum Züchten, zu wild, aber frei und schön und stolz. Wildrosen blühen selten im Garten und niemals in Reservaten. Zu hungrig zum Düngen, zum Züchten, zu wild, aber frei und schön. Geht noch viel schlimmer. Ja, du hast recht, ich hab diesen Hang zum Jammern schon immer. Hab ich schon früher gerne versteckt, den Kopf in den Sand gesteckt und gewartet, bis es rum war. Bin ich immer frontal darauf zu. Gerne auch mal meine Ruhe, was vielleicht nicht immer dumm war. Dann kamst du und seitdem gebe ich auch mal zu. Ich hab Wein in Wasser verwandelt, Licht in gelbe Säcke geschaufelt, Leisten gebrochen, bei denen ich besser geblieben wär. Ich hab Drachen getötet und steigen lassen, Seifenkisten ausgewaschen. Doch woran ich mich festhalte, ist nichts als eine Faust voller Sand. Gut sein, stehe wirklich auch gern mal im Regen. Wenn du dich echt für mich interessierst, nette Worte an mich verlierst, macht mich das unnötig verlegen. Dann kamst du und seitdem gebe ich auch mal zu. Ich hab Wein in Wasser verwandelt, Licht in gelbe Säcke geschaufelt, Leisten gebrochen, bei denen ich besser geblieben wär. Ich hab Drachen getötet und steigen lassen, Seifenkisten ausgewaschen. Woran ich mich festhalte, ist nichts als eine Faust voller Sand. Ich
Ich will nichts wissen von meinen Niederlagen. Ich hab genug davon getragen. Genug Fehler besessen, die werde ich niemals vergessen. Ich hab Wein in Wasser verwandelt, Licht in gelbe Säcke geschaufelt, Leisten gebrochen, bei denen ich besser geblieben wär. Ich hab Drachen getötet und steigen lassen, Seifenkisten ausgewaschen. Woran ich mich festhalte, ist nichts als eine Faust. Ich hab Anziehpuppen ausgezogen, Pfeil und Bogen angelogen, den Zahn der Zeit gezogen, den Regen getanzt, mich an den Rändern verfranst, bis zur Mitte und zurück. Von allem nur ein kleines Stück, ich wurde ausgekreist, am ganzen Leib verspeist, hätte am liebsten die Hölle feist, hab mich ins liebe Lieschen verliebt und dabei mein Hirn versiegt mit drei Patronen, Kugeln und gut zentrierten Fugen. Zwei Spatzen gefangen, bis ihre Klappern schlapper klang. Ich mag es zu sehen, wie du atmest. Ich liebe das Licht auf deiner Haut. Manchmal bin ich ohne Grund einfach traurig, wenn die gleichen Gedanken zurück oder vorkommen, dann halte ich dich fest und ich weiß, ich schaffe auch diese Nacht. Ich weiß noch, wie ich dich fast verloren hab. Ich seh es noch, das Tor zwischen Leben und Tod. Ich höre noch mein Herz, wie es schlägt voller Sorgen. Dreh die Musik auf, die mich trägt und mich tröstet. Ich freue mich, dich zu sehen. Lass uns den Nachmittag versaufen und danach was unternehmen. Du bist mein Baum, der mich umfällt, wenn's mal weht. Komm, wir ziehen durch die Straßen. Wir wissen beide, wie das geht. Gib mir Seelenfutter, nichts von dem Scheiß, den man für Geld verkauft. Seelenfutter, du bekommst mehr, als du brauchst, ja, gib mir Seelenfutter. Nichts von dem Zeug, das du kaufen kannst, Seelenfutter. Du bekommst mehr, als du verlangst. Ich schwöre dir, gibt noch mehr von uns, ich hab sie gestern noch gesehen. Wir finden sie und feiern uns, wenn wir das hier überstehen. Dann legen wir zusammen und wir ziehen zusammen fort an einen streng geheimen Ort. Er gibt mir Seelenfutter, nichts von dem Scheiß, den man für Geld verkauft. Seelenfutter, du bekommst mehr, als du brauchst, ja, gib mir Seelenfutter. Nichts von dem Zeug, das du kaufen kannst, Seelenfutter. Du bekommst mehr, als du verlangst,
Manchmal fühle ich so viel, dass ich nicht weiß wohin. Dann möchte ich schreien laut und endlos lang. Manchmal habe ich so viel, dass ich den Spaß dran verliere. Dann werf ich ab und treff mich mit dir. Deswegen bin ich so glücklich, dass der Bernd Sangmeister, hallo Bernd, hier ist. Und ganz schnell, heute Nacht haben wir das noch klar gemacht. Über Facebook und was weiß ich, haben wir uns kontaktet und er hat geantwortet und hier ist er. Immer unterwegs sein, der Singer-Songwriter aus Kriftel, manchmal mit Band, aber schon viel, viele Jahre auch solo alleine. Du hast als Kind schon zu Hause die ersten Erfahrungen mit der Gitarre deines Vaters gemacht? Ja, sagen wir mal so. Also ich habe einen tatsächlich sehr musikalischen Papa und der hat mir viel gezeigt, wobei mein Vater eigentlich weniger ein Gitarrist ist. Der hat mir am Klavier immer ein bisschen was gezeigt. Die Gitarre kam dann später, weil ich gedacht habe, es käme bei den Mädels besser an. Irgendwie. Wobei, man sagt ja immer, wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Ja, 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 stimmt. Deswegen habe ich mir noch so ein paar Sachen erhalten. Okay. Nee, also tatsächlich kam ich dann irgendwann so um die, weiß ich nicht, 12, 13, 14 Jahre zur Gitarre, genau, und die hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Genau, und die Plattensammlung deiner großen Schwester habe ich gesehen, also irgendwo in irgendeinem Text stand, die hat dich maßlos beeinflusst. Das tatsächlich, ja. Also das war die Phase, meine Schwester war in einer christlichen Jugendgruppe und das war die Zeit, wo Bob Dylan gerade christlich war. Der war ja zwischendurch mal Christ und ich habe mir dann die Platten angehört und habe gedacht, ja, cool, geil. Und dann habe ich die anderen Platten von Dylan entdeckt, auch die, wo er nicht mehr so christlich war oder wo er noch nicht christlich war. Das hat mir alles ziemlich gut gefallen, Simon & Garfunkel und so weiter. Die Platten habe ich mir dann alle immer mal heimlich ausgeliehen. Ich glaube, dieses Konzert im Central Park von Simon & Garfunkel habe ich immer noch zu Hause, sorry eher. Ja. Die hat sie die ganze Zeit gesucht. Sie hat jetzt gerade geschrien am Fernseher. Ja, verdammt. Okay, und dann von zu Hause weg, dann kamen die ersten Bands. Ihr habt erst gecovert, ne? Also hat lange gedauert, bis du eigene Songs geschrieben hast. Jein, jein. Also tatsächlich war meine erste Band, die so ein bisschen größer war, war Insecurity, Gas and Oil Café. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht, aber du erinnerst dich bestimmt noch an ein Atemlos-Festival, ja, das natürlich. Du mal gemacht hast. Ja, natürlich. Da haben wir damals gespielt. Ja, das war ein großes Ding. Ja, ja. Krass. Und, aber da sahst du noch ganz jung aus. Das sah ich wahrscheinlich anders. Hatte ich auch deutlich längere Haare. Ja, das war 93 oder so, ne? 93, 94. Anfang der 90er, so. Würde ich auch sagen. Ja, genau. Und da waren wir tatsächlich mit der Band sogar in Amerika, haben da eine Platte aufgenommen. Genau. Der kommerzielle Erfolg blieb aus, sonst säße ich jetzt nicht hier. Ja, naja, wer weiß. Also, unter dem Aspekt, wir unterstützen mal den Nachwuchs und so und dann kämst du ja doch her zum Interview. Also das, ich glaube schon, bestimmt, dass wenn man berühmt ist und so, hat man dann immer noch die Roots im Auge, wo man herkommt, oder? Auf jeden Fall. Ja. Genau. Auf jeden Fall hast du dann deine ersten Erfahrungen gemacht und irgendwann, so steht es hier geschrieben, dann ab 2020 eigentlich, noch gar nicht so lange her, ab dem Moment gibt es dann das Bernd Sangmeister Trio. Richtig, genau. Also das ist deine aktuelle Band. So ist es. Ich habe irgendwann vor 10 Jahren, würde ich mal sagen, so grob 10 Jahren, das Songschreiben so ein bisschen wiederentdeckt. Ich habe früher mit einem Kumpel zusammen, haben wir die Songs auf Englisch getextet und irgendwann habe ich festgestellt, naja, Wolfgang Niedecken hat das mal so schön gesagt, es fällt einem leichter, dann doch in der Sprache zu texten, die man spricht. Ja. Und ich habe dann angefangen, Songs mit deutschen Texten zu schreiben. Das war in einer Coverband. Da kam das dann irgendwie plötzlich so, dass wir gesagt haben, auch wir könnten noch mal was Eigenes machen. Die Coverband gibt es leider nicht mehr, es war eine coole Band, hat viel Spaß gemacht, aber ich habe immer weiter Songs geschrieben und dann, muss ich sagen, war ich so ein bisschen Krisengewinnler. Also dann kam Corona und ich hatte zu der Zeit, am Anfang von Corona, die Sachen noch so Home-Recording-mäßig mit einem Freund zusammen aufgenommen, also schon ein bisschen mehr als Home-Recording-mäßig, aber genau. Und dann habe ich mal irgendwann die Idee gehabt, wir machen so ein Sofa-Konzert und habe das eben auch auf YouTube gestreamt. Und dann habe ich mit meinem alten Freund Volker telefoniert. Ich glaube, den kennen viele Frankfurter auch. Das ist ein Drummer, der in ganz vielen Formationen spielt. Matthias Vogt Trio, Rejazz und so weiter. Ja. Und es ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, der auch damals schon in meiner ersten Band dabei war. Und dann haben wir
hat er gesagt, ach komm, die Songs sind doch irgendwie ganz cool. Lass uns die mal auschecken. Irgendwie, ich habe Zeit, ich habe im Moment eh keine Gigs wegen Corona. Und dann hat er sich unseren alten Freund und Bassisten Dennis Bergmann unter den Arm geklemmt und kam zu mir nach Hause. Und dann haben wir irgendwie angefangen, die Songs einzustudieren und da ist dann das Album draus geworden. Der Dennis war letzte Newcomer-Nacht hier mit Tongärtner. Ah, cool. Ja, ja. Der spielt auch in zahllosen Gruppen, ja, so irgendwie. Ich glaube, es ist leichter, die Frankfurter Bands aufzuzählen, wo er nicht spielt, oder? Ja, auf jeden Fall, das ist das Album Millionär, gell? Also was ihr jetzt im April released habt. Genau, wir haben es im Januar aufgenommen beim Dirk Buro im Studio. Ja, ja. War eine sehr coole Aktion, genau, und da ist dieses wunderschöne Album hier draus geworden. Genau. Ich darf Werbung machen. Fertig. Ja. Und ihr könnt sie erwerben auf www.sangmeister.de. Natürlich auch streamen auf Spotify und iTunes und überall, wo man das so macht. Aber Musiker freuen sich natürlich immer mehr, wenn man eine CD kauft. Da bleibt ein bisschen mehr hängen. Ja, und vor allen Dingen, du hast einfach was in der Hand. Also ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo man noch richtige Alben produziert hat. Also Vinyl mit ausladenden Covers, mit tollen Fotos. Das waren so richtige, wie sagt man, Hochglanzboxen, die man bekommen hat und so. Ja. Farbiges Vinyl, durchsichtiges Vinyl und so, weißt du, da kann auf man jeden schon... Fall. Oder mit Pictures draus, so Picture-Disc. Ja, Picture-Vinyl. Und ich habe auch mal eine gesehen, die, wenn die sich gedreht hat auf dem Plattenteller, dann hat die so geleuchtet, also so geblinkt von innen. Ja. Okay, das ist ganz heißer Scheiß. Ja. Das ist ganz heißer Shit und das ist leider durch die CD und jetzt auch durch das ganze Digitale, Streaming und so, ist das so ein bisschen verloren gegangen. Ne? Also, dass da ja, leider. Viel also, Kunst dran gehangen hat, ne? An diesem Vinyl produzieren. Genau, und das ist auch, also mir war das auch wichtig. Ich habe auch mir jetzt bei der Covergestaltung auch viel Mühe gegeben. Es ist auch ein Booklet dabei mit den Texten und ein paar Infos dazu, weil eben, und da komme ich wieder auf die Plattensammlung meiner großen Schwester zurück, ich habe das damals wahnsinnig genossen. Ich saß da und habe diese Booklets, das waren ja dann auch in den Vinylalben so richtig große Hefte, ja, die hast du dann irgendwie, oder das waren Poster dabei und dann habe ich die studiert und die Texte auswendig gelernt und die Liner Notes gelesen und wer spielt da mit und wer ist dabei und irgendwie finde ich, es geht da auch viel verloren. Also man streamt natürlich, das ist viel einfacher und viel bequemer, das sehe ich alles ein, aber sich abends mal hinzusetzen, Fläschchen Wein aufzuziehen und zu sagen, ich höre mir eine Platte an, guck mir vielleicht auch das Booklet an und sowas. Das ist, glaube ich, ein Luxus, den man sich ab und zu mal gönnen darf. Also wie das bei mir anfing mit Musik hören, Platten kaufen und so, da war es dann einfach so, du hast Mundpropaganda gehört, wow, die, was weiß ich, Led Zeppelin, neues Album, da musst du dir das noch importmäßig über einen Plattenladen bestellen, weil es noch gar nicht gab und so. Und dann hast du einfach wirklich wochenlang gewartet, bis das Ding da war. Ja. Und das war ein ganz anderes, wie sagt man, ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes Euphorie, das war wie Weihnachten, wenn du dann diese Platte ausgepackt hast. Und heute ist es für mich auch ein tolles Gefühl, im Internet eine Band zu entdecken, also einen Song. Aber dann hörst du nur einen Song und wenn du Glück hast, findest du dann die Seite der Band und hast ein paar Fotos und so. Das ist irgendwie anders als damals sozusagen so ein Vinylalbum geschenkt zu bekommen und so. Aber egal, lass uns nicht über alte Zeiten reden. Nein, genau. Alt sind wir ja schon selber. Managementmäßig, also das heißt, du bist eigentlich im Grunde genommen, obwohl du das Zeug dazu hast, jetzt nicht unbedingt Berufsmusiker, sondern du hast noch einen ganz normalen bürgerlichen Job, den du machst. Ja, richtig. Also genau, ich habe gestern beim Nils im Radio gesagt, ich bin der einzige Nicht-Berufsmusiker im Bernd-Sangmeister-Trio. Ja. Okay. Genau, ich habe einen bürgerlichen Job. Ich bin selbstständig und mache Webseiten im weitesten Sinne. Auch gefragter Beruf, ne, zurzeit. Also, ja, absolut. Ich kann mich nicht beschweren, aber die Selbstständigkeit lässt mir halt einfach auch die Freiräume und glücklicherweise, und das muss ich halt auch mit großer Dankbarkeit sagen, lässt mir auch meine Familie die Freiräume. Also ich habe eine große Familie mit drei wunderbaren Töchtern. Die haben aber sehr viel Verständnis für Papas spleeniges Hobby, was er sehr exzessiv betreibt. Ja. Und deswegen klappt es eigentlich sehr gut, die beiden Dinge zu vereinen. Ja. Und dieses Album ist sozusagen im Selbstvertrieb oder hast du ein Label gefunden?
Nee, ist tatsächlich im Selbstvertrieb. Ja. Ist das schwer? Also, weil ich kenne es noch von den Nils Selzer von Straßenjungs, den Sänger. Der hat dann immer seine neuen CDs in sein Auto gepackt und ist dann immer durch ganz Deutschland zu den einzelnen Plattenläden gefahren und hat das dann selber angeboten. Ich meine, das hat tatsächlich funktioniert, hat viele Platten verkauft. Ja. Aber das müsste eigentlich ein Vertrieb machen, das musst du jetzt alles selbst machen. Also. Ja, sagen wir mal so, ich lege es jetzt nicht drauf an, sagen wir mal, in die Plattenläden Deutschlands zu kommen. Die CD habe ich in erster Linie so mit dem Hintergedanken gemacht, dass wenn man mal Konzerte wieder spielen darf, was hoffentlich bald der Fall ist, dass man dann eben auch die bei den Konzerten verkaufen kann. Ansonsten ist es natürlich völlig okay, wenn das gestreamt wird. Deswegen habe ich es eben auch auf die entsprechenden Plattformen gestellt. Ich sage immer, ja, also wenn ich da jetzt wirklich eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen würde, dann wäre das ein sehr trauriger Job. Ja. Also, das, was ich an Zeit und auch Geld in das Album gesteckt habe, das also wieder rauszukriegen, das wäre schon eine große Aufgabe. Aber deswegen freue ich mich halt auch über so Gelegenheiten wie heute Abend, dass ich einfach ein bisschen Reichweite bekomme, dass die Leute vielleicht was davon hören und ja, sich vielleicht eine CD bestellen oder ich mein, sich die Musik anhören. Corona hat die ganze Kulturlandschaft ziemlich runtergefahren und alles ist komplett durcheinander gewirbelt. Viele können gar nicht arbeiten. Viele haben ihren Job gewechselt. Clubs sind eingegangen. Jetzt gibt es irgendwie durch diese ganze Impfung und so irgendwie diese 2G-Geschichte, lasst euch alle impfen, dann können wir endlich wieder aufmachen. Wie ist denn so deine Meinung darüber? Also siehst du das auch so oder sagst du, ey, getestet ist auch okay, also könnt alle in meine Konzerte kommen oder wie ist das für dich so als Musiker, der Umgang mit diesen ganzen Auflagen und diesem ganzen Kram? Ja, ja. Na gut, ich sehe im Impfen schon eine große Chance. Ich würde schon denken, dass es eine gute Möglichkeit ist, um eben, sagen wir mal, auch so eine Art Herdenimmunität zu kriegen, also dass man vielleicht auch irgendwann wieder zu so einer Art normalem Leben zurückkehrt. Aber ich glaube schon, dass wir uns generell so als Gesellschaft auch die Frage stellen müssen, wie stellen wir uns eigentlich ein Leben nach Corona vor? Ja, oder mit also, Corona. Oder mit Corona, wenn es bleibt. Oder wenn Covid-22 kommt oder wie auch immer. Ja, also wie wird es dann aussehen? Und die Frage sollte man sich, denke ich, doch öfter mal stellen. Muss ich denn jetzt wirklich beim großen A bestellen oder gibt es nicht doch vielleicht einen Laden um die Ecke, wo ich mal hingehen kann und wo ich auch meine Sachen bekomme? Um die Region zu unterstützen. Um die Region zu unterstützen und vor allen Dingen auch um die Läden zu unterstützen. Ja. Weil es gibt leider im Internet, ich habe das Internet mitgebaut, ich mache Webseiten beruflich, aber ich sehe das schon irgendwie mit ein bisschen Sorge, weil das einfach alles sehr monopolisiert. Ne? Also es gibt dann Apple und es gibt Amazon und es gibt weiß ich nicht was, aber es gibt eben nicht so unbedingt diese Vielfalt, die wir so im echten Leben haben. Und das fände ich sehr schade, wenn das nicht wiederkäme. Es muss sich viel verändern, weil ich zumindest also mit der Politik, wie das gehandelt wurde, sehr unzufrieden bin und mit mir viele, viele Menschen. Wir können etwas tun. Was hältst du von zur Wahl gehen? Also am 26. Ist das irgendwie für dich etwas, wo du denkst, da könnte tatsächlich mal ein bisschen aufgeräumt werden in der Politik? Und würdest du sagen, die Leute sollen zur Wahl gehen? Oder bist du auch eher der Meinung, ach, das hat doch eh alles keinen Wert, weil sich, was soll sich da schon verändern? Es sind doch eh die gleichen Säcke, die immer weiter regieren. Nein, nein, ganz unbedingt. Also ich bin ein, das hört man vielleicht nicht in meinen Texten, aber ich bin ein sehr, sehr politischer Mensch. Ich bin sehr interessiert und ich bin unbedingt der Meinung, dass man zur Wahl gehen sollte. Man darf meiner Ansicht nach nicht unbedingt immer den großen Umbruch erwarten. Ich finde das auch völlig in Ordnung, dass Prozesse einen Moment dauern. Wir sehen das am Brexit, da haben wir ein Referendum gehabt, das war was sehr Basisdemokratisches, aber das Ergebnis ist ja mehr als fragwürdig, würde ich sagen. Ja, deswegen finde ich eigentlich eine repräsentative Demokratie, wo wir sagen, wir wählen ein Programm, etwas sehr, sehr Gutes und etwas sehr, sehr Sinnvolles. Wir sollten uns ein bisschen davor hüten, glaube ich, vor diesem Gedanken, jetzt kommt einer, der macht mal alles richtig oder der macht mal alles anders. Das sehe ich auch mit Sorge. Wir machen unsere Wahlkämpfe jetzt immer auf Personen und nicht mehr auf Programme. Ja, das führt dann so ein bisschen zu so einer Funktionalrhetorik, wie sie der Mann in Orange in Amerika gemacht hat.
Das finde ich relativ katastrophal. Also da sollte man sich vielleicht dann doch die Mühe machen und mal ein Wahlprogramm reingucken. Genau. Und dann seine Entscheidung treffen und nicht, weil das jetzt die Annalena ist oder der Armin oder irgendwas, dann irgendeine Partei wählen.